Also Gnadau, das Dorf, in dem ich in die Schule gegangen bin, in die Grundschule, ist eine Gründung gewesen der Herrnhuter Brüdergemeine im 18. Jahrhundert. Eine barocke, quadratische Grundanlage des Dorfes, die bis heute so erhalten ist. Und tatsächlich war es da bis heute ist es wahrscheinlich immer noch so. Das Dorf ist geprägt von seinen kirchlichen Traditionen. Die Kirche steht im Mittelpunkt des Dorfes. Alle wichtigen Personen im Dorf, die größeren Bauernfamilien, gehörten zur Brüderunität, waren also kirchliche Gemeindemitglieder. Es gab in dem Dorf eine große kirchliche Einrichtung, in der ein Altersheim betrieben wurde, in der bis zum Krieg eine Schule auch war. Die ehemaligen Lehrer lebten alle noch dort. Und diese ehemalige Schule wurde insofern weitergeführt, dass also Kinderarbeit betrieben wurde. In den Ferien kamen Kindergruppen zu sogenannten Rüstzeiten, musikalischer Natur, Bibelrüstzeiten, Singerrüstzeiten. Und wir haben als Kinder des Dorfes an diesen Rüstzeiten sehr viel teilgenommen, so ambulant eben einfach mit hingegangen, waren da immer herzlich willkommen, sodass also das kirchliche Leben das Dorf sehr stark geprägt hat. Und die Mitarbeiter dieser Einrichtungen hatten auch alle viele Kinder, sodass also die Kinder, die christlichen Kinder in dieser winzigen Grundschule des Dorfes eben in der Mehrheit waren, auch oft die Leistungsstarken waren. Und da hat niemand von uns erwartet, dass wir etwa Pioniere werden. Ja, also das, gut, die Lehrerin hat das natürlich pflichtgemäß in der ersten Klasse allen angeboten, aber dass dann also die Pfarrerskinder, die Kinder aus den kirchlichen Einrichtungen da nicht teilnahmen, war kein Problem. Also bis dahin war in der vierten Klasse endete die Grundschule, bis dahin hatten wir praktisch als Christen in Gnadau keinerlei Verfolgung an der Schule. Das änderte sich ein bisschen, als wir dann in die Kreisstadt mussten ab der fünften Klasse. Aber da kannte man natürlich seine Pappenheimer aus Gnadau auch schon und wusste, da ist nicht viel zu machen. Und man hat uns mehr oder weniger auch in Ruhe gelassen. Jedenfalls für mich war es unkompliziert. Wenn die Leistungen stimmten, dann hatte man jedenfalls dort noch seine Ruhe. Eine meiner Schwestern hatte es mit den schulischen Leistungen schwerer als ich und das war dann schon auch mit Druck verbunden. Also da haben sie dann auch, ich kann es nicht genau beschreiben, weil ich das nicht erlebt habe, aber da haben die Lehrer in der Schule schon auch diese Schwester von mir kujoniert und dieser Druck ging dann zu Hause weiter, indem dann versucht wurde, das auszugleichen durch vermehrte Arbeit und so. Also das war schon auch schwierig und konfliktbeladen. Aber wie gesagt, für mich selber gab es diese Erfahrung derzeit nicht. Und erst dann mit dem Umzug nach Erfurt, große Stadt, staatliche Schule, na klar, was sonst, POS. Und erst da habe ich eigentlich diesen ideologischen Druck auf Schüler kennengelernt. Mussten Sie sich dem dann beugen? Also sind Sie dann irgendwann eingetreten? Nee, eingetreten bin ich nie. Also ich war nie Mitglied der FDJ, bin auch nicht zur Jugendweihe gegangen. Aber man machte natürlich Kompromisse. Das ist ganz klar. Also am Anfang war ich noch sehr zornig und aufbrausend und habe dann immer wieder versucht, auch im Staatsbürgerkundeunterricht oder im Deutschunterricht Diskussionen anzuzetteln. Aber ich habe sehr bald die Erfahrung gemacht, dass so die Diskussionsmuster und die Art zu diskutieren, wie wir sie zu Hause gepflegt haben, in der Schule einfach nicht funktioniert haben. Also da gab es dieses geschlossene Weltbild und was da nicht hineinpasste, wurde eben einfach als falsch abgetan oder als rückständig und ohne dass irgendwie auf die Sache eingegangen worden wäre. Und ich habe da viele Diskussionen gehabt, wo ich dann das Gefühl von Niederlage und Scheitern hatte und wo ich dann das nach und nach auch eingestellt habe. Also das ist, meine andere Schwester hat sich dann eher noch bis aufs Messer gestritten mit den Leuten, aber ich habe dann irgendwann diese Diskutiererei eigentlich aufgegeben. Und an der erweiterten Oberschule dann, ja, Musik war mein Leben. Und eben um im Schulchor mitsingen zu können, ich habe keine FDJ-Bluse getragen, aber ich habe mir doch eine blaue Bluse genäht, damit es nicht so auffällt. Ne? Also, das sind so Punkte, wo man dann ja, wahrscheinlich weniger reflektiert als mehr aus dem Bauch heraus dann so eine Abwägung trifft. Wie weit gehst du da mit? Wie weit grenzt du dich ab? Um eben das eine oder andere sich auch beteiligen zu können. Natürlich möchte man auch dabei sein.